Guten Morgen, ihr Lieben. Ich begrüße euch vom Bahnhof Heide. Hier kommt gleich der Triebwagen nach Westerland. Unser Tag heute auf der Insel Sylt. Der Lokführer blinkt uns zur Begrüßung freundlich zu. Der Tag kann eigentlich nur noch gut werden. Die Fahrt dauert etwas länger als 1,5 Stunden. Und die Ortschaften dazwischen heißen beispielsweise Brettstedt oder Husum, die Graue Stadt am Meer, Friedrichstadt oder Niebühl. Und dann sind wir auf dem Damm, auf dem Hindenburgdamm. Aber die Sonne macht gerade ein wenig Pause. Einfahrt in den Bahnhof Westerland mit den zweisprachigen Stationsschildern. Westerlöhn auf Friesisch und Westerland, der Hauptort der Gemeinde Sylt und bekannt für gute Laune, der wir uns gerne anschließen. Lächelt! Kurz noch die Ausfahrt des Intercity nach Hamburg und dann werfen wir einen Blick in den Bahnhof, Baujahr 1929. Unterdessen habe ich mir die Mütze aufgesetzt. Es weht doch hier ein ziemlicher Wind und hier hinter mir ist der Bahnhof und hier bin ich vor 56 Jahren mit der Sylter Inselbahn nach List gefahren. Die Sylter Inselbahn, die ab 1888 bis 1970 existierte und die sich nach dem Zweiten Weltkrieg durch ihre Borgward-Leichttriebwagen-Eigenbauten eine skurrile Bekanntschaft erfuhr. Die Borgward-Triebwagen waren das Gesicht der Inselbahn auf Sylt. Als unser Besuch auf der Insel feststand, war mir klar, dass ich die Erinnerung an die Sylter Inselbahn 52 Jahre nach ihrem Ende wieder auffrischen möchte. Mit einem Modell in der Baugröße H0M und mit der Unterstützung von Franz-Dieter Buchheimer und Hendrik Blom. Und da haben wir angefangen zu spielen. An der Strandpromenade von Sylt natürlich. Der Borgward-Triebwagen ist im Original längst von der Insel verschwunden, nicht aber ein anderes Original von Borgward. Und dieses Fahrzeug sollte uns bei einer Rundfahrt die Insel nahe bringen. Mein Name ist Uwe, herzlich willkommen auf Sylt und natürlich auch herzlich willkommen bei mir im Bus. Unser zweitältestes Fahrzeug im Fuhrpark von 1952, alter Borgward, mit sagenhaften 90 PS. Ein Borgward und ein Borgward von Brekina. Ich sag mal so, eine historische Zusammenkunft und eine Fahrt zurück in die Vergangenheit kombiniert mit der Inselrundfahrt. Und ich bin vor 56 Jahren mit so einem Fahrzeug gefahren. Was für eine Erinnerung. Wir sind unterwegs durch Kampen. Das ist der Ort der Schönen und der Reichen, der Hot Volée seit den 60er Jahren. Und der Quadratmeterpreis liegt hier bei 30.000 Euro. Ausrufezeichen. Wo man früher die Inselbahn traf, sind heute Radfahrer unterwegs. Relikte aus der Inselbahnzeit sind dünn gesät. Jeder Promi, der etwas auf sich hält, hat ein Haus auf Sylt. Ob das seinerzeit Gunter Sachs war oder Axel Springer oder aktuell Dieter Hallervorden, Günter Jauch, Jürgen Klopp oder viele andere. Aber auch nützliche Informationen hat uns Fahrer Uwe zukommen lassen, dass die Wanderdüne jährlich 2 bis 5 Meter gen Osten wandert, dass Jürgen Gosch 1967 die nördlichste Fischbude Deutschlands eröffnet hat und dass die berühmte Sansibar 2.500 Mahlzeiten auf den Tisch gebracht hat. Pro Tag. Dass das längste Haus auf Sylt 500 Meter lang ist und 1939 gebaut wurde, wahrscheinlich um Material zu sparen und um eine Windsperre zu errichten. Ziemlich eindrucksvoll.
Das Haus ist wirklich ziemlich lang. Es ist abwechslungsreich. Erinnert mich ein bisschen an eine Burgmauer. Ich war ja einstmals selber in List, aber von diesem Gebäude habe ich nie etwas gehört. Wir fahren noch bis zum Ende des Hauses, aber ich fahre schon mal fort mit dem Text. Das nördliche Ende der Sylter Inselbahn war der Hafenbahnhof von List. Und hier legt die Fähre ab auf die dänische Insel Rømø. Es wird noch einen Extra-Beitrag geben über unsere sehr ernsthafte Spielerei mit Sylts Inselbahn im Modell. Fürs Erste möchte ich mich vom Borgward Leichttriebwagen und von Sylt verabschieden. Es war ein wundervoller Tag.